Mein Name ist Dieter Meckel. Ich bin Kreisheimatpflege im Landkreis Neustadt-Aisch-Bad Windsheim, wobei ich für den östlichen Teil zuständig bin, also Frankenhöhe, Steigerwald und die Talgründe Aisch-Aurach 10. Die bekannteste, also ich würde sagen, was den Landkreis betrifft, zwei. Das eine ist die Geschichte von der weißen Frau, der Hohenzollern. Und die andere ist die von der Spinnerin bei Westheim. Kunigunde von Ollermünde spukt auch im Neustädter Schloss und auf der Burg Honeck, weil beides waren Zollernbesitzburgen, Besitztümer. Und dort erscheint sie immer als Warnzeichen für Unheil. Diese weiße Frau, wie sie genannt wird, es gibt ja in Europa allein 27 weiße Frauen, aber die konkrete, das ist die Kunigunde von Ollermünde gewesen. Sie soll aus Heiratsgründen ihre beiden Kinder aus erster Ehe getötet haben, ist aber dann später von Reue erfasst worden und hat in Großgründlach ein Zisterzienserinnenkloster gegründet, und sie soll in allen Zollernschlössern umgehen, wenn der Familie Unheil droht. Sozusagen als Warnfigur. Es gibt viele Leute, die sie gesehen haben oder behaupten, sie gesehen zu haben. Auch in Neustadt im Schloss. Das oft mit Einbildung zusammenhängt, ist es schwer zu sagen. Also jetzt hat eins ist im Heimat, in einem Heimatgedicht festgehalten. Druckbild in Händen gehabt, das müsste sein, 19. Jahrhundert. Also das letzte Mal soll sie gesehen worden sein, November 1918, unter den Linden in Berlin. Und damit ist ja dann die politische Kraft der Hohenzollern erloschen.